Sachsen. In Land Sachsen gibt es einen riesigen Glasfaserring zwischen den großen drei Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz. Der Ring ist quasi der Kern des sächsischen Verwaltungsnetzes. Der wird dann noch erweitert durch die Städte Kamenz und Bautzen. Das ist der sogenannte Ostring, ist auch ein kleiner Glasfaserring. Und auf der anderen Seite durch einen Glasfaserring durch Plauen, Zwickau und Chemnitz. Und an diese Glasfaserstruktur sind alle möglichen Ämter, Behörden, Ressorts und alles, was zur sächsischen Landesverwaltung gehört, angeschlossen. Das ist ein gigantisches Netzwerk. Das sind Rechner im Bereich von Zehntausenden. Also ich glaube 30.000 noch was ist da die aktuelle richtige Größenordnung. Und die haben natürlich mit einer ganzen Reihe von Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Was genau das Thema des Forschungsprojektes ist. Die IT-Sicherheit in so einem Netz wird durch verschiedene Sachen beeinflusst. Also typische Bedrohungen dafür sind natürlich Schadsoftware, Malware, das klassisch Viren, Trojaner, alles, was man sich irgendwie im Internet oder durch E-Mail oder dergleichen einfangen kann. Die andere Variante ist natürlich, dass irgendjemand von außen in dieses Netz eindringt, indem er irgendeinen zentralen Server, das ist im einfachsten Fall immer dresden.de, was ein Webserver ist, der natürlich in diesem Netz steht und der möglicherweise angegriffen werden kann. Was dann dazu führt, dass sich irgendwann ein Angreifer im Netz befindet. Und das nächste große Thema ist der sogenannte Insider-Threat. Damit bezeichnet man Mitarbeiter, die irgendwie gegen ihre Weisungen handeln und auf Ressourcen zugreifen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben. Zum Beispiel irgendein Mitarbeiter, der eben dem gedroht wird, rauszuschmeißen, dass er rausfliegt und der hat halt zur Rache dann versucht, da irgendwas kaputt zu machen. Und auch das ist eben was man versuchen muss, irgendwie, dem man irgendwie begegnen muss. Um solche Sachen irgendwie bekämpfen zu können, gibt es wieder eine Reihe von Lösungen. Ganz typisch natürlich Antivirensoftware, dass man auf jedem Rechner oder an einer zentralen Stelle einen Virenscanner installiert, dort alle möglichen Binaries, die durchs Netz gehen, scannt und eben die schlimmen dann rausschmeißt. Es gibt die Variante, Firewalls einzusetzen, was natürlich auch schon in großem Maß gemacht wird. Firewalls lesen den Datenverkehr mit, also zumindest welches Paket wohin geschickt werden soll und anhand von einem fixen Regelsatz entscheiden sie dann, ob ein Paket entsprechend versendet werden darf oder nicht. Eine etwas fortgeschrittene Lösung sind dann sogenannte Intrusion Detection Systeme und Intrusion Prevention Systeme. Die lesen ebenfalls, ähnlich wie Firewalls, den Datenverkehr mit, allerdings in der Regel auch den Datenteil und entscheiden dann anhand der Daten, die wirklich versendet werden, ob möglicherweise hier ein Angriff stattfindet und versuchen das entweder zu blockieren oder aber zumindest die Administratoren, die für dieses Netz jeweils zuständig sind, darauf hinzuweisen, sodass man dann da irgendwas machen kann. Einen weiteren Ansatz, der schon über 20 Jahre alt ist, aber der jetzt erst in den letzten paar Jahren so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sind sogenannte Honeypots. Das war lange Zeit einfach nur ein Forschungsthema. Inzwischen ist sowohl die Industrie als auch Behörden auf den Zug ein bisschen aufgesprungen und hat da jetzt Interesse für entwickelt und das hat dann auch zu diesem Forschungsprojekt geführt. Deswegen werde ich jetzt erstmal erklären, was Honeypots eigentlich sind, was man damit machen kann und dann wieder zurückkommen zur Frage, was hat das eigentlich mit dem Verwaltungsnetz zu tun. Honeypots, den Begriff selbst hat Lance Spitzner mal definiert. Das ist so die Definition, die man überall in der Regel liest, die im Wesentlichen sagt, dass ein Honeypot eine genauestens überwachte Netzwerkressource ist, also im einfachsten Fall einfach ein Rechner, den ich in dieses Netz stelle und die aber halt perfekt überwacht wird, also wo ich weiß, was drauf stattfindet, wo ich alle Systemaufrufe, jeglichen Netzwerkverkehr und all das mitlesen kann und die nach außen hin so aussehen soll, dass sie für einen Angreifer möglichst ein interessantes Ziel darstellt. Also zum Beispiel, indem ich darauf Dienste laufen lasse, die bekannterweise Sicherheitslücken haben und dann eben herausfinde, wer greift das Ding an, wie greift er es an und vielleicht auch, warum greift er es an. Und dann ist es natürlich das Ziel, dass das entsprechend dann auch attackiert und auch kompromittiert wird, um einfach was darüber lernen zu können, was die Angreifer machen wollen. Das Ziel von solchen Honeypots ist im Wesentlichen Daten natürlich zu gewinnen, wer greift es an und warum tut er es, aber auch um Angreifer abzulenken. Also im Idealfall habe ich in so einem Netz einen Rechner stehen, der so interessant aussieht und so viel interessanter als alle anderen Geräte, die da sind, dass er zuallererst dieses Gerät angreift und alle anderen dann in Folge erstmal in Ruhe lässt, man dadurch natürlich einen Zeitvorsprung hat und dann rechtzeitig reagieren kann, bevor er wirklich Schaden irgendwie anrichten kann. Es ist möglich, mit Honeypots sogenannte Zero-Day-Angriffe zu erkennen. Damit bezeichnet man im Prinzip Angriffe, die ein Angriff auf irgendeine Lücke, der zum Zeitpunkt des Angriffs noch nicht bekannt war. Also auf Heise und so liest man da relativ oft davon, dass in Flash und Co. sowas auftritt. Und ein Honeypot hat zumindest eine theoretische Möglichkeit, so einen Angriff trotzdem zu erkennen, weil ein Honeypot immer nach der Prämisse arbeitet, dass ein Gerät, was ich einfach ins Netzwerk stelle und was nichts tut und von sich aus keinen Datenverkehr verursacht, auch niemals Datenverkehr bekommen sollte. Wenn doch dort jemand irgendetwas hinsendet, dann ist damit sofort, das löst sofort eine Warnung aus. Und es muss sofort geschaut werden,
entscheiden, warum sind jetzt hier Daten angekommen, obwohl dieses Gerät eigentlich nichts tun sollte. Also per Definition ist alles, was da ankommt, ein Alarm und erfordert, dass irgendjemand sich das genauer anschaut, was da jetzt passiert ist. Und zuletzt ist es theoretisch, das ist dann auch mehr Forschungsfeld, möglich, mit Honeypots automatisch auf einen Angriff zu reagieren, indem man so einen Angriff registriert und anhand dieses Angriffs sofort eine Signatur generieren kann, die ein Intrusion Detection System, was ich vorher schon erwähnt habe, dann nutzen kann, um in Zukunft genau diese Art von Angriff wieder zu verhindern. Ein kurzes Beispiel dazu, nehmen wir an, das ist ein ganz normales Netzwerk, also da gibt es halt ein paar Laptops, ein paar Desktops, irgendeine Verbindungseinrichtung, das kann jetzt ein WLAN, ein Switch oder sonst was sein und es gibt natürlich einen zentralen Internetzugang auf der anderen Seite. Und in dieses Netzwerk stellen wir jetzt einen Honeypot rein. Das sieht dann einfach so aus, dass dort zusätzlich noch ein Gerät mit auftaucht. Was dieser Honeypot ist, ist im einfachsten Fall halt ein Rechner, der einfach wartet, was passiert und wo ich weiß, was er macht und was auf dem alles passiert und das alles mit aufzeichne. Und jetzt passiert das, was so häufig passiert. Irgendwie schafft es halt jemand, seinen Laptop zu infizieren, indem er irgendwas mit Netz macht, zum Beispiel eine E-Mail öffnet mit einem verseuchten Anhang. Der Rechner ist in dem Moment infiziert und zu irgendeinem späteren Zeitpunkt wird die Malware versuchen, sich irgendwie weiter auszubreiten im Netzwerk und wird entweder anfangen zu scannen oder wird sofort anfangen, andere Hosts anzugreifen. Wahlweise, wahllos gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie sie da vorgehen. Und natürlich gibt es dann einfach die gewisse Chance, dass dieser Angriff auch bei dem Honeypot ankommt und dass ich das in diesem Moment registriere und dann entsprechend darauf reagieren kann. Das ist die Grundidee. Es gibt ein prominentes Beispiel, wo das zurzeit wirklich schon eingesetzt wird, und das ist in der Deutschen Telekom. Die hat ein System aufgesetzt, das nennt sich Sicherheitstacho. Das ist eine Website, sicherheitstacho.eu. Kann man jederzeit sich anschauen. Und weltweit haben die kleine Honeypots stehen. Das sind einfach nur quasi Sensoren, die angucken, was an ihnen für einen Datenverkehr ankommt. Und dann sieht man hier auf so einer schönen animierten Karte immer so Linien, die hier von links nach rechts gehen und wo man dann genau weiß, okay, jetzt hat eben China wieder die USA angegriffen. Das wird hier drüben dann alles in tollen Statistiken dann verwirkt. Und das ist so das prominenteste Beispiel, wo man sagen kann, da werden Honeypots auch wirklich mal in der Praxis eingesetzt. Es ist aber eben mehr so ein Demo-Ding. Und in unserem Fall geht es quasi mehr darum, nicht weltweit jetzt zu gucken, was passiert da so, sondern konkret ein Netzwerk zu nehmen und vor allem zu schauen, was im Inneren des Netzwerks passiert und nicht, wie es von außen angegriffen wird. Denn dass man von außen permanent irgendwie angegriffen wird, das wissen die Leute und dafür braucht man jetzt nicht zwingend noch mehr Geräte, die das irgendwie herausfinden. Es gibt noch ein paar Herausforderungen, die der Einsatz von Honeypots mit sich bringt. Das ist selbstverständlich, dass wenn ich ein Gerät ins Netz stelle, das angegriffen werden soll, dass es natürlich auch eine gewisse Chance gibt, dass es am Ende kompromittiert ist und dass das Gerät selber Quelle neuen Übels wird und anfängt, andere Geräte anzugreifen. Was dann einfach so aussehe, dass jetzt der Honeypot selber infiziert ist und einfach alle anderen Geräte auch angreift, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sogenannte Containment-Maßnahmen ergreift, also Maßnahmen, die verhindern, dass genau sowas passiert. Das gibt's viele Varianten von, zum Beispiel eine transparente Firewall, die dazwischen steht und also versucht, den Traffic, den der Honeypot selbst wieder verursacht, zu reduzieren oder indem man das Ding sofort abschaltet, sobald halt irgendwas Verdächtiges passiert und so weiter. Also gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, auf die ich jetzt aber nicht alle einzeln eingehen möchte. Das nächste ist, dass ein Honeypot, so wie ich ihn jetzt erklärt habe, allein nicht sehr viel Sicherheitsgewinn bringt. Das heißt, wenn ich jetzt mein Netzwerk nehme und da einfach nur einen Honeypot reinstelle und sage, jetzt ist es sicher, dann funktioniert es nicht. Es ist eine Ergänzungslösung. Es ist eine Ergänzungslösung, die besonders im Zusammenspiel mit anderen Technologien, also vor allem denen, die ich gerade schon alle genannt habe, gut funktioniert und erst dann wirklich gut funktioniert. Das heißt, ich habe im Idealfall überall zum Beispiel den Virenschutz drauf, auch wenn das jetzt wieder ein umstrittenes Thema ist, wie sinnvoll heutzutage noch ein Virenschutz ist. Ich habe natürlich eine Firewall irgendwie an einer oder mehreren Stellen, um diesen eingehenden Verkehr schon mal vorfiltern zu können. Und ich habe im Idealfall ein Intrusion Detection System, was den kompletten Netzwerkverkehr mitliest und auch da schon aktiv wird. Und dann kann ich anfangen, entsprechend den Honeypot damit reinzustellen. Und vor allem im Zusammenspiel mit dem Intrusion Detection System ist es dann wirklich ein nützliches Gerät. Zurück zum sächsischen Verwaltungsnetz. Der sächsische Beauftragte für Informationssicherheit hat ein Interesse daran ausgedrückt, Honeypots im Verwaltungsnetz zu haben und hat schon längere Zeit versucht, über Firmen und sowas da irgendeine Lösung für zu finden, hat da aber irgendwas gefunden und ist dann irgendwann auf die TU zugekommen und hat quasi gefragt, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, also forschungsmäßig mal irgendwas zu bauen. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich eine Diplomarbeit geschrieben habe, genau
genau zu diesem Thema, quasi auch in Kooperation mit dem damals noch Justizministerium. Und die Anforderung war es, ein System zu entwickeln, um in so ein großes Netzwerk irgendwie Honeypots reinzubekommen, das aber natürlich möglichst kostengünstig, weil wenn man Zehntausende von Hosts hat und sowas da drin haben möchte, dann will man da nicht jedes Mal einen kompletten Server in jedes Netz stellen, das ist einfach nicht bezahlbar. Das Ding soll benutzerfreundlich sein, denn die ganzen Administratoren, die dort schon drin sind, die sollen auch da drin bleiben und möglichst nicht mehr werden. Das heißt, es ist kein Geld da, um noch mehr Leute anzustellen. Und die haben in der Regel auch keine Vorbildung, wenn es jetzt speziell um Sicherheitsprobleme geht. Also von IT-Sicherheit haben die wenig bis keine Ahnung. Deswegen muss es irgendein System sein, was die auch alle leicht bedienen können. Und das ganze Ding soll natürlich möglichst wartungsarm sein. Also die Grundidee war, irgendein System einzubauen, was mit der kompletten restlichen Infrastruktur nicht viel macht, daran auch nicht viel geändert werden muss, sondern man kann das einfach einstellen, es läuft und das war's. Was natürlich immer nur begrenzt wirklich so möglich ist, wie die sich das vorstellen. Aus der Diplomarbeit ist dann ein Forschungsprojekt geworden und daraus, also da entwickeln wir jetzt quasi im Moment dran. Wenn man jetzt also sich dieses Netz nimmt und das versucht, möglichst abstrakt darzustellen, dann könnte man das so machen. Das heißt, man hat hier ein Netzwerk, was aus ganz vielen kleineren Netzen besteht. Es sind natürlich viel, viel mehr als drei in dem Fall. Und es gibt an zentraler Stelle irgendwie ein Segment, wo die ganzen Server drinstehen. Server im Verwaltungsnetz, das heißt, das sind vor allen Dingen Dienste, die von allen Beamten irgendwie genutzt werden müssen. Auf die zentralen Datenbanken, mit die ganzen Leute registriert sind und so weiter, die natürlich auch für sich wieder gefährdet sind. Und es gibt natürlich einen zentralen Internetzugang. Und jetzt schon im sächsischen Verwaltungsnetz steht natürlich zwischen all diesen Netzen stehen kleine Firewalls, die natürlich verhindern sollen, dass da gegenseitig schon Zugriffe sind. Diese Firewalls sind auch extrem restriktiv ausgelegt. Das heißt, es ist im Prinzip nicht möglich, von so einem Netz in so ein Netz Daten zu schicken. Und es ist im Prinzip auch nicht möglich, dass so ein Server einfach mal so hier irgendeinen Rechner kontaktiert. Sondern es geht immer nur andersrum. Man kann aus den Netzen raus nach oben, man kann aus den Netzen raus natürlich ins Internet, aber man kann nichts in die andere Richtung, was es nicht so einfach macht, dort einfach mal irgendeinen eine Architektur reinzustellen und zu sagen, jetzt machen wir hier ganz tolle Sicherheit. Ja, was wir gemacht haben, ist zunächst sogenannte Sensoren zu entwerfen. Sensoren sind kleine Geräte, die wir nutzen, die eben möglichst kostengünstig sein sollen, auf denen letztendlich Honeypot-Dienste laufen. Also Honeypots müssen nicht Geräte sein, das kann auch einfach ein Programm sein, was diese Aufgabe, irgendwelche Angreifer anzuziehen, quasi von selbst erfüllt. Und wir stellen in diese ganzen kleinen Netze sogenannte Sensoren rein, auf denen letztendlich die Honeypot-Dienste laufen. Und wir stellen die auch da oben zu den Servern mit rein. Und dann haben wir einen zentralen Server, der auch oben natürlich mit in diesem Serversegment steht. Und alle Ereignisse, die an diesen Honeypots registriert werden, sprich alle Daten, die ich hinschicke, alle Verbindungsversuche, die ich damit versuche aufzubauen, die werden da oben an diesem Server letztendlich registriert. Und der Trick ist natürlich, dass wir irgendwie da einen Weg schaffen müssen. Und weil es nicht möglich ist, von diesem Server aus diese einzelnen Geräte zu kontaktieren, müssen diese Geräte in regelmäßigen Abständen quasi ein Polling machen und quasi alle x Minuten sich immer wieder beim Server melden, fragen, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, gibt es eine neue Softwareversion, hat sich meine Konfiguration geändert und müssen sich selbstständig aktualisieren. Und gleichzeitig können sie natürlich diesen Server auch erreichen. Zusätzlich gibt es das Hindernis, dass nach draußen wirklich nur HTTP und HTTPS, also die klassischen Protokolle im Web, frei sind und es jetzt nicht möglich ist, beliebige Ports oder Protokolle dafür zu verwenden. Deswegen nutzt das System ausschließlich diese Protokolle. Und auch für so seltene oder ungewöhnlichere Sachen wie Zeitsynchronisation muss quasi auf HTTP zurückgegriffen werden. Was relativ einfach ist, weil jeder Webserver mit jedem Request immer seine aktuelle Serverzeit ausliefert und man damit einfach sich synchronisieren kann, ohne jetzt zwingend NTP oder dergleichen zu benötigen. Der nächste Grund, warum wir natürlich, man könnte sagen, die Frage kam letztens auf, man kann die Firewalls ja einfach alle umkonfigurieren. Kann man nicht. Es sind sehr viele, jede Behörde ist im Verwaltungsnetz für sich selbst verantwortlich. Das heißt, wenn die Polizei gefragt wird, konfiguriert ihr das bitte um, dann sagen die nein und dann geht das halt nicht. Deswegen muss man irgendwie mit dem leben, was man da hat. Als nächstes möchte ich ein bisschen auf die Architektur des Dings eingehen. Also es gibt halt sowohl auf der einen Seite die Sensoren mit den Honeypots drauf, auf der anderen Seite den Server. Und die werde ich jetzt beide mal ein bisschen technischer erklären. Ich hoffe nicht zu technisch. Das ist quasi ganz abstrakt gesehen der Server. Der besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten. Das ist natürlich ein Webserver, der drauf läuft. Wir verwenden, wie gesagt, HTTP als Protokoll. Darunter läuft irgendwie eine Datenbank. Es gibt einen sogenannten Jobserver, der ein paar Aufgaben erfüllt. Und es gibt diese Ausführungsumgebung, also die Basis, auf der das Ganze letztendlich läuft. Zunächst zum Webteil.
So wie auch viele moderne Webanwendungen nutzen wir eine sogenannte RESTful API. Das ist im Prinzip ein Paradigma, wie man HTTP nutzen kann, um Anwendungen zu entwickeln. Also HTTP, das Protokoll, mit dem man zum Beispiel eine Website einfach abfragt, bietet verschiedene Methoden an. Die klassische ist immer diese GET-Methode, mit der man quasi get.google.de einen Webserver dazu beauftragt, einfach die Website zurückzuliefern. Aber es gibt auch noch andere Methoden, die zum Beispiel dazu gedacht sind, Daten zum Server zu senden, wie eben dieses Put, Post und Delete. Und dieses Paradigma so zu programmieren, sagt, dass man diese Methoden verwendet, um am Ende quasi eine Anwendung zu entwickeln, auf Ressourcen zu arbeiten. Der Server bietet mit der Datenbank, in der natürlich alle Daten gespeichert sind, und diesem Webserver dann so eine Schnittstelle an, und sowohl die Sensoren kommunizieren mit dieser Schnittstelle als auch die Administratoren und müssen sich natürlich entsprechend darüber authentifizieren, damit sie auch Daten hinsenden können und so weiter. Das Resultat ist dann am Ende eine Webanwendung, die alle möglichen oder denkbaren Verwaltungsaufgaben beinhaltet, die man für so ein Netzwerk braucht. Also ist natürlich die Verwaltung von Sensoren, ich muss welche entfernen, hinzufügen, ich muss ihre Konfiguration ändern. Ich habe ja haufenweise Ereignisse, die durch die Sensoren generiert werden, die möchte ich schön in der Liste sehen. Ich kann auch automatisch benachrichtigt werden, sobald quasi ein besonders kritisches Ereignis registriert wird, können automatisch E-Mail-Adressen hinterlegt werden, die dann eine Mail bekommen. Es ist möglich, die Firmware zu verwalten. Die Firmware ist im Prinzip das Betriebssystem, das auf den Sensoren läuft und das natürlich auch aktualisiert werden muss, weil es letztendlich freie Software ist, die darunter läuft, die ständig irgendwie in einer neuen Version rauskommt, und das muss ja auch irgendwann mal modernisiert werden. Gerade im Fall von Heartbleed und sonstigen SSL-Problemen. Und es gibt eine Benutzer- und Gruppenverwaltung. Das war eine besondere Anforderung vom Amt, denn im Amt hat man die ganzen einzelnen Netze und Ressorts, zum Beispiel die Polizei wieder. Und die möchte auf keinen Fall, dass irgendein anderes Ressort, zum Beispiel die Talsperrenverwaltung, sieht, was die Polizei für Probleme in ihrem Netz hat. Weil das sofort heißt, da kommt irgendwie ein böser Bericht und die Polizei ist ganz schlecht und so weiter. Und das verkauft sich politisch alles nicht sehr gut. Deswegen ist es wichtig, das alles strikt zu trennen. Aber eben nicht für jedes einzelne Ressort dort einen eigenen Server hinzustellen, sondern es soll möglichst ein Server oder möglichst wenige für das komplette Netz sein. Der Jobserver, der ist in dem Fall Beanstalk, ist ein kleines Projekt, was auch ein freies Projekt, und da kann man quasi einfach Aufgaben hinschicken, langanhaltende Aufgaben, die dann einfach irgendwann ausgeführt werden, sobald die Ressourcen dazu da sind. Und das wird hier für ein paar zeitintensive Aufgaben genutzt. Die sogenannte Firmware, die auf den Sensoren läuft, die muss teilweise umkonvertiert werden in verschiedene Formate. Das kann 5 bis 10 Minuten dauern und wird deswegen quasi nach hinten verschoben, indem so ein Prozess dafür genutzt wird. Und das Letzte, was noch recht interessant ist, ist die Ausführungsumgebung. Wir haben nicht einfach einen Linux-Server, auf dem das dann läuft, sondern wir nutzen Docker. Das ist so ein bisschen so ein Hype-Thema des letzten Jahres gewesen. Da geht es darum, dass man Anwendungen in einen Container verpackt und die Anwendung quasi zusammen mit all ihren Abhängigkeiten damit reinpackt. Das heißt, ich kann einen Container bauen, in dem nicht nur die Anwendung selbst enthalten ist, sondern da ist ein komplettes Basisbetriebssystem, also ein kleines Linux drin, mit all den Diensten, also der Webserver, der Jobserver, die Datenbank und alles, was ich brauche. Und dann habe ich das verpackt in einer Datei und kann das auf einem Server, der dieses Docker-System unterstützt, diesen Container einfach starten. Und dann läuft das für sich. Und wenn es da irgendwo Updates gibt, dann kann ich diesen Container auch gleichzeitig wieder komplett aktualisieren und einfach einen neuen Container quasi nehmen, wo alles aktualisiert wurde. Und dann läuft das System unbeeinträchtigt weiter. Was wahnsinnig praktisch ist, um eben Anwendungen schnell auf Hosts hin und her schieben zu können. Das nächste ist der Sensor, den ich noch erklären möchte. Das sind dann die kleinen Geräte, die überall in den Netzen stehen, und die haben natürlich ein paar sogenannte Honeypot-Dienste, die am Ende wirklich die Interaktion mit einem Angreifer bedeuten. Also das ist ein Gerät, das hängt irgendwo im Netz und hat eine IP-Adresse, und darauf laufen diese Dienste, die am Ende für den Angreifer quasi interessant sind. Darauf sind eine Reihe von Diensten, die zum Management des Sensors wichtig sind, und natürlich hat das auch wieder eine Ausführungsumgebung. Das ist in dem Fall das Gerät, wo das am Ende einfach drauf läuft. Honeypot-Services sind 3 Stück aktuell. Das ist einmal Kippo, das ist ein kleines freies Python-Projekt, das den SSH-Server simuliert. Das ist ein sehr schönes Projekt, das kann man auch einfach mal nett ausprobieren, weil man kann sich mit diesem Server natürlich verbinden, man kann da Benutzernamen und Passwort eingeben, man kann aber, wenn man die richtige Kombination eingibt, dann auch dort eine emulierte Shell bekommen. Man kann auf dieser Shell auch Befehle ausführen, und man kann auch sich meinetwegen mit wget dort seine eigene Malware nachladen, um dann weiter irgendwie einen Exploit nachzuziehen, um das Gerät wirklich zu übernehmen, aber an der Stelle geht es nicht mehr weiter, weil es eben keine echte Shell ist, sondern es ist nur simuliert. Aber das Schöne ist, alles, was der Angreifer mit diesem, also jegliche Interaktion, die der Angreifer mit diesem Kippo-Honeypot tätigt, all das wird aufgezeichnet, und all das kann ich später dann auch wieder nachlesen und kann quasi wirklich rausfinden, was wollte der Angreifer eigentlich machen und warum.
Das nächste ist Dionair. Das ist ein Projekt, was aktuell seit 2 Wochen nicht mehr irgendwie online ist. Zum Glück habe ich die Quellen noch. Und das bietet eine sehr, sehr große Auswahl an Protokollen an. Und die sind alle unterschiedlich gut quasi unterstützt, also unterschiedlich gut simuliert für einen Angreifer. Am interessantesten ist das SMB-Protokoll. Das ist quasi Samba, also Windows-Dateifreigaben. Und das simuliert das Samba-Protokoll in einer sehr, sehr alten Version, sodass da haufenweise Sicherheitslückenpotenziale drin sind, die man auch versuchen kann, wirklich auszunutzen und versuchen kann, diesem Server dann da irgendeine verseuchte Binary unterzuschieben, und der speichert die dann einfach weg und schließt wieder die Verbindung, weil das natürlich alles nur ein simuliertes Protokoll ist. Also man kann diese Freigabe nicht nutzen, um irgendwelche Dateien drauf zu speichern. Man kann wirklich nur versuchen, bekannte Schwachstellen auszunutzen. Das nächste ist sogenannter Recon-Service, den haben wir selbst geschrieben. Der beantwortet quasi alle sonstigen Anfragen, die da ankommen, die jetzt nicht an den SSH-Dienst oder an die Samba-Freigabe gehen, und versucht, das erste Datenpaket, das ein Angreifer da hinschickt, einfach einzusammeln. Das heißt, wenn ich dort ein UDP- oder TCP-Paket hinschicke, dann wird im Fall von UDP, das ist jetzt sehr technisch, einfach der Inhalt aufgezeichnet, der in dem Paket drinsteht. Und im Fall von TCP wird erst eine Verbindung aufgebaut, dafür braucht man den obligatorischen TCP-Handshake. Dann wird das erste Datenpaket eingesammelt und quasi aufgezeichnet und danach die Verbindung wieder geschlossen. Das könnte natürlich ausgenutzt werden, wenn ich jetzt einen Portscan mache, dann hätte ich da 65.000 offene Ports, wo ich überall Verbindungen aufbauen kann. Das heißt, das würde recht viel Last verursachen, deswegen ist da noch ein entsprechender Schutz drin, sodass ab einer gewissen Menge quasi da einfach Schluss ist und die restlichen Ports dann da offiziell zu sind. Und es ist auch entsprechende Portscan-Erkennung dabei, sodass ich, wenn ich jetzt mit quasi einen Portscan durchführe, dort nicht 65.000 Ereignisse in meinem Backend am Ende sehe, sondern nur eins. Das ist halt dann ein Scan-Vorgang gewesen. Das nächste sind ein paar Management-Dienste, die dienen im Wesentlichen zur Installation und zur Konfiguration. Ich kann mir mit dem Server im Prinzip für jeden Sensor eine Konfiguration generieren. Ich kann die auf diesen Sensor kopieren und sie dann dort entsprechend installieren lassen. Genauso sind die Skripte dabei, die dieses regelmäßige Polling durchführen und kontrollieren und den Server quasi immer nach Neuigkeiten fragen. Und es sind relativ umfangreiche Skripte dabei für eine Update-Prozedur, sodass sich der Sensor auch selbstständig updaten kann. Also genauso wie der Server natürlich Sicherheitsupdates und dergleichen braucht, braucht auch der Sensor immer wieder sowas, und das ist hier auch mit berücksichtigt. Als Ausführungsumgebung nutzen wir den BeagleBone Black. Das ist ein kleines ARM-basiertes Board, ähnlich wie der Raspberry Pi. Wer den kennt, halt mit so einem 8-Kern, 1/2 GB RAM, ein paar Gigabyte internen Speicher, das ist dann der Unterschied zu einem Raspberry Pi und einer MicroSD-Karte, also man hat quasi zwei Festplatten, wenn man so sagen möchte. Und das Ding ist natürlich sehr praktisch, weil es wenig Strom braucht und vor allem, weil es für um die 40 Euro zu haben ist und in großen Mengen auch relativ leicht beschafft werden kann. Dann als Sensor-Firmware nutzen wir, also als Betriebssystem, einfach ein Debian Linux. Und eine Besonderheit, was relativ viel Arbeit jetzt mit den Dingern gemacht hat, ist, dort eine komplette, vollständige Update-Prozedur zu implementieren. Also es ist quasi möglich, auf dem Server eine neue Firmware zu hinterlegen. Die enthält so ein komplettes Debian-System für so einen Sensor. Der Sensor lädt sich das Ding runter, schreibt das auf seinen externen Speicher, startet davon wieder und schreibt es quasi zurück auf den internen und kann so den internen Speicher einmal komplett austauschen, und damit können alle Komponenten des Systems aktualisiert werden, ohne dass man jetzt dort inkrementelle Updates macht, die dann häufig irgendwann mal Nutzerinteraktion brauchen, was bei so einem Gerät ohne Bildschirm meist nicht so einfach ist, oder wo man eben Annahmen nicht einfach so treffen kann oder wo dann einfach was kaputt geht bei einem inkrementellen Update, womit keiner gerechnet hat. Deswegen ist es meist einfacher, einfach das Ding komplett so zu überschreiben. Und jetzt neu im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir auch Debian-Pakete erzeugt. Das heißt, für die klassischen Architekturen, ARM natürlich für das Gerät und auch für 64- und 32-Bit-Systeme, können wir jetzt auch einfach normale Debian-Pakete erzeugen und damit quasi das auf allen beliebigen Rechnern laufen lassen. Es gab eine Anfrage von einer Firma, das System zu nutzen. Die hatten irgendwelche alten Server rumstehen und haben gefragt, ob sie die nutzen können. Die sind damit natürlich jetzt ziemlich gelangweilt, aber die könnte man theoretisch auch für sowas dann einsetzen. Natürlich ist es da dann wichtig, dass die Administratoren selbstständig den Rest administrieren. Also dieses komplexe Update-Ding, was jetzt die BeagleBones machen, das geht dann eben nicht mehr. Da muss der Admin eben selbst schauen, dass er das System aktuell hält. Aktuell, beziehungsweise ab jetzt, kann man sagen, sind die wichtigsten Features da implementiert, die gewünscht wurden seitens des Amtes und die noch irgendwie interessant waren. Es gibt immer noch offene Bereiche, die irgendwie mal ein bisschen geforscht werden soll, was da noch so möglich ist. Aber im Wesentlichen gehen wir jetzt in den Testbetrieb über, und das versuchen wir auch seit 6 Monaten, sprich seit Beginn des Projekts. Es ist bisher einfach daran gescheitert, dass es sehr schwierig ist, im sächsischen Verwaltungsnetz einen Server zu bekommen, der ganz oben bei den wichtigen Servern mitsteht, wo man so ein experimentelles Ding einfach mal mit drauf laufen lassen kann. Und wir haben Hoffnung, bis Ende des Jahres, dass irgendwie
irgendwann mal noch zu bekommen. Das ist einfach eine VM, die quasi genehmigt ist. Und sobald das passiert, können wir anfangen, in interessierten Behörden und Ressorts dann solche Geräte reinzustellen, einfach mal zu gucken, was da überhaupt an Daten anfällt, wie gut das überhaupt skaliert. Wir wissen nicht, wie gut, also wie viele 100 Sensoren man verwenden kann, bevor der Server überlastet ist zum Beispiel. Und das wollen wir einfach mal rausfinden und hoffen, das noch machen zu können. Und genauso bei uns in der Fakultät gibt es dann ein kleines Testsystem, aber halt nur mit ein paar wenigen Geräten, wo man einfach prinzipiell mal schauen kann, funktioniert das eigentlich. Das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Also wenn irgendwie Interesse besteht, darüber zu reden, einfach mal vorbeikommen oder eine E-Mail schreiben. Ich kann jetzt auch, ich habe noch eine kleine Demo mit, aber das ist jetzt hier nicht so günstig, einfach mal persönlich auf euch zukommen, wenn da irgendwie Interesse besteht und dann kann man sich das Webinterface mal anschauen. Ansonsten Dankeschön. Fragen, natürlich. Ja, bitte. Ich, Mikro. Ja, das klang alles ziemlich nett, aber habt ihr schon so richtig Erfolge damit mal gehabt? Also so richtig das Ding festgemacht? Also nicht nur so ein dummer Virus oder Trojaner, sondern auch mal richtig ein Angreifer? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man, also wie oft kommt es quasi vor, dass sowas passiert? Also wir haben im Vorfeld, bevor das quasi alles erstmal so entstanden ist, Tests gemacht, indem wir genau solche BeagleBones einfach ein bisschen im Verwaltungsnetz verteilt hatten. Das war viel einfacher, als einen Server dazu zu haben. Und haben einfach mal aufgezeichnet, was jetzt direkt bei dem Gerät ankommt. Und da waren in einem Zeitraum von 2 Wochen schon 2 Sachen dabei, die ausgesprochen kritisch waren. Also das waren eben so nachts um 5 irgendwelche Anfragen an Sachen, die da eigentlich nicht sein sollten, wo man dann auch ein bisschen nachgeguckt hat. Und ja, sowas schon, aber ich kann leider oder darf auch nicht sagen, was da dann am Ende bei rausgekommen ist. Das, ja. Was passiert denn, wenn die Sensoren komprimiert werden und nicht mehr auf den Server zugreifen können? Kann das sein, dass der Server darauf reagiert, dass er es bemerkt, wenn Sensoren seit langem nicht mehr gemeldet haben? Und genau das macht er. Also da ist im Prinzip, wenn standardmäßig beispielsweise eingestellt ist, dass alle 20 Minuten die Sensoren sich beim Server melden sollen, dann merkt er natürlich ab der Minute 21, dass das Ding nicht mehr gemacht hat und zeigt das dann auch entsprechend an. Das kann sein, weil er einfach ausgeschalten wurde, das kann natürlich sein, weil er entsprechend kompromittiert ist, aber an der Stelle ist es quasi Aufgabe des Admins dort zu schauen, was ist mit dem Gerät los. Es ist allerdings für die Sensoren nicht möglich, irgendwas an dem Server zu verändern. Also alles, was die machen dürfen, ist quasi ein Ereignis hinschicken, was aufgetreten ist, aber sie haben jetzt keine sonstigen Rechte oder da irgendeine Shell oder sowas und damit sollte das Ausmaß des Schadens relativ gering sein. Noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Oder? Hier ist noch einer. Ja, SD-Karten und dieser interne Speicher, das sind ja diese 2 Komponenten auf diesem BeagleBone. SD-Karten gelten ja als nicht so besonders zuverlässig, also die können schon mal abrauchen. Wie ist denn da die Zuverlässigkeit von dem System, wenn dieses Update gefahren wird? Und eine andere Frage, die ich dazu noch hatte, war, wird das System zuerst auf der SD-Karte gespeichert und überschreibt den internen Speicher oder wie läuft das? Aktuell ist es tatsächlich so, also leider laufen die Systeme derzeit von der externen Speicherkarte und nutzen den internen Speicher nur als Cache beim Update. Ist natürlich Quatsch und sollte dann irgendwie längerfristig mal sich drehen, sodass wenn die SD-Karte nur noch beim Update benutzt wird, was wie oft vorkommt, also sehr selten, dann sollte das nicht so ein Problem sein. Also der interne Speicher des BeagleBones ist nicht einfach nur eine aufgelötete SD-Karte, sondern das ist irgendwas Besseres zumindest, wo die selber sagen, das ist total toll haltbar. Also ich habe es zumindest bisher noch nicht erlebt, dass dieser interne Speicher irgendwelche Probleme gemacht hat. SD-Karten sind natürlich kritisch, klar. Gibt es weitere Fragen? Ja, meine Frage wäre noch, ob der Honeypot wirklich jeglichen Netzwerkverkehr mitkriegt. Also sprich, in welchem Modus der betrieben ist und was der eigentlich hört dann. Mhm. Also ein Promisk.
Also bei Netzwerkgeräten kommen im Prinzip drei Arten von Daten an. Das ist natürlich einmal direkt an das Gerät gerichtete Sachen, also quasi an die IP-Adresse adressiert. Das wird natürlich sofort aufgezeichnet, das ist ja interessant. Es gibt aber auch noch Multicasts und Broadcasts, also im Fall von Broadcast einfach ein Paket, das an alle Teilnehmer des Netzes geschickt wird. Und theoretisch könnte man das aufzeichnen. Jetzt hier im konkreten Fall ist es allerdings nicht gewünscht, weil im Amt es möglich wäre, über solche Daten dann quasi was über die Topologie des Netzwerkes zu erfahren oder auch noch irgendwelche anderen Sachen. Und deswegen war es quasi eine explizite Anforderung, dass solche Sachen nicht aufgezeichnet werden sollen. Weil es aber auch andere Interessenten gab, die das System irgendwann nutzen wollen, ist es schon geplant, mit einfach einem Schalter zu sagen, okay, ich möchte sowas aufzeichnen oder nicht. Und dann können irgendwelche Firmen oder so, die das nutzen wollen, oder wenn man das privat machen möchte, kann man das natürlich auch einfach an- und ausschalten, wie man das haben möchte. Hier gibt es noch eine Frage. Weil du gerade gesagt hast, mit privat das machen, ist es möglich, auf die Software irgendwie zuzugreifen, da selber irgendwie so ein Testspielsystem aufzubauen oder ist das angedacht oder wie wird das verteilt, lizenziert, verkauft? Das ist eine sehr spannende Frage, die wir versuchen gerade selber zu beantworten. Ich weiß es leider nicht. Also ich habe schon mit der Frage gerechnet, wird das denn Open Source oder ist das Open Source? Aktuell ist es das nicht. Es ist gut möglich, dass es das irgendwann mal wird. Aber zurzeit müssen wir quasi erstmal diesen Schritt gehen, das im Amt zu testen und das quasi irgendwie im Amt zu etablieren und mal gucken, was dann danach kommt. Also leider zurzeit noch nicht. Es gibt ein paar Firmen, die da Interesse dran hatten, aber auch da war quasi erstmal so dieses Vertrösten, wir müssen das erstmal intern testen und dann müssen wir mal schauen. Also leider zurzeit noch nicht nutzbar. Vielleicht in einem Jahr. Wobei ihr ja aus diesem Honeynet-Projekt jede Menge Zeug benutzt und das ist ja frei. Also man könnte sich ja das relativ einfach nachbauen wahrscheinlich, zumindest den Teil, der da den Sensor steht. Ja klar, also Dioneer und gut, das ist jetzt offline, aber da gibt es auf GitHub auch ein paar Repos, die das noch geklont haben und das Kippo kann man natürlich selber nutzen. Was mich noch interessiert, macht ihr da auch das, was die Honeynet-Leute dann gemacht haben, so Shellcode-Analyse? Also die Honeynet-Leute, die haben ja dann damals da... Es fing ja mit diesem Nepenthes an, das Dioneer ist da ja nur dann quasi der Rewrite gewesen, dass die halt gecaptured haben, was da für Malware kam und dann das Zeug quasi mit libemu ausgeführt haben und dann da versucht haben, automatisch irgendwelche Signaturen für irgendwelche Intrusion Detection Systeme zu generieren. Macht ihr sowas auch oder ist das... Das seid ihr da noch eher am Anfang? Nee, das Dioneer, also dieser Dioneer-Dienst ist ein direkter Nachfolger von Nepenthes. Das heißt, diese Features sind da quasi mit drin und wir nutzen die einfach. Also das macht das nach wie vor. Also sprich, wenn man quasi über die Windows-Freigabe, über das Summer-Protokoll irgendeinen Angriff fährt, dann wird genau das alles gemacht. Aber es werden natürlich keine Signaturen generiert, sondern das dient im Prinzip dann nur dazu, dass der Admin im Backend relativ ausführlich sieht, was da irgendwie versucht wurde, welche Malware da hochgeladen wurde und so ein Kram. Aber darauf reagiert wird automatisch nicht, auch weil das System nicht automatisch irgendwie reagieren darf, sondern das müssen die Admin per Definition im Amt halt machen. Aber prinzipiell schon, ja. Aber jetzt für die ganzen anderen Anfragen aktuell nicht. Also wir haben es nicht selber sowas nochmal implementiert. Noch Fragen? Ich muss vielleicht abschließend nochmal dazu sagen, also die Besonderheit des Projekts, es gibt noch ein anderes Projekt, was sowas Ähnliches macht, das ist komplett frei, das ist ein Name, ich gerade vergessen habe. Die Firma heißt ThreatStream und die haben auch so ein freies Sensornetzwerk quasi zur Verfügung gestellt, aber im Vergleich hierzu bietet das nicht so viele Managementmöglichkeiten. Also hier war es eben ganz wichtig, dass man da ein hübsches, buntes Webinterface hat, dass das alles toll managebar ist und alles von selbst gut funktioniert, während dieses ThreatStream-System das halt nicht so toll macht. Also da muss man ganz, ganz viel von Hand noch ein bisschen nacharbeiten. Und das Zweite ist, dass hier der Fokus vor allem darauf liegt, dass man wirklich quasi Innentäter findet. Also verseuchte Rechner im Inneren, Angreifer aus dem Inneren. Man sollte so einen Sensor nicht direkt ans Netz hängen, weil das einfach dazu führt, dass so viele Ereignisse registriert werden, dass es sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich wird. Und das war halt noch so ein, das hat ein paar Implikationen mit sich gebracht, was das System hier von anderen Systemen so ein bisschen unterscheidet. Ja.